Willkommen zurück zum Let's Play GTA Vice City Speedrun. Yeah! So, nach meinem riesengroßen Fail komme ich nicht durch die Tür. Kurz auf die Dollaranzahl schauen. 193, meinem großen Fail im letzten Part. Ich wusste nicht, wie viel man der Stripperin bezahlen muss. Es sind 300 Dollar. Und nicht 100 Dollar, wie ich gespendet habe. Oder ein bisschen mehr habe ich gespendet. So kurz rechnen, also bei... Jetzt muss man gut in Mathe sein. Bei 8, 9 ungefähr. 8, 9, 0, 8, 9, 3. Normal. Ja. So, ich glaube, ich habe keine Chance, ey, wenn ich jetzt so oft fehle. Also bei hier, bei so einer Kackmission habe ich gefehlt. Das hat, glaube ich, so 4 Minuten gekostet, weil ich einfach nicht wusste, wie viel man der bezahlen muss. Ich habe einfach gekauft das Ding. Weil ich dachte, ich kann sonst noch nichts anderes kaufen mit dem Geld. Allerdings kann ich auch das Taxiunternehmen und so kaufen. Das werde ich dann auch gleich machen. Wenn ich der Nutte da ein bisschen was gespendet habe. Ein paar Dollarscheine hat sie ja da schon in ihrem Swing-Tanga. Boah, ist die geil. Mann, hat die spitze Titten. Sorry für diese Ausdrücke. So, das kann ein paar Minuten dauern. Das ist natürlich ein bisschen jetzt... dumm gemacht, finde ich, weil ich fange jetzt gerade erst den Part an, beziehungsweise heute zu spielen, und jetzt bin ich noch nicht so wie soll ich sagen, so drin, also versuchen nicht so viele Fehler zu machen, so nervös, keine Ahnung. Und wäre besser gewesen, wenn ich jetzt ein paar andere Missionen gemacht hätte und dann zur Erholung bei die gegangen wäre, so ein bisschen abreagieren, so ein bisschen chillen und so. Aber ich war ja gerade hier beim Pole Position Club, hab da ja gespeichert. Und deshalb wäre das unnötig und hätte auch viel Zeit gekostet, wenn ich dann jetzt erstmal ein Taxiunternehmen oder so gekauft hätte. Deshalb machen wir das jetzt hier. Ich kann das hier nicht überspringen. Also das muss jeder anschauen. Wenn die anderen Teilnehmer sich den Pole Position Club kaufen, weil muss man ja nicht. Aber ich denke, das ist schon gut, weil es... ist ja gleich schon fertig. Das ganze Unternehmen ist dann erworben nach ein paar Minuten. Bringt halt nicht so viel Geld, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier den Malibu Club und hier Pole Position Club nicht gekauft hätte, das wäre auch nicht so klug gewesen. Ich glaube, die Stofflieferung, die nervt, die kaufe ich echt nicht. Ich weiß noch nicht. Ich schaue mal, wie viel Geld ich habe, wenn ich mal die Bootswerft, Taxiunternehmen, Druckerei und so weiter gekauft habe. So, ich darf hier aber jetzt überhaupt nicht fehlen. 893 ungefähr, ein bisschen mehr. Also ein bisschen weniger. Ihr versteht schon. So, ich glaube, das ist nicht so klug, dass ein Guna bei einem Speedrun teilnimmt. So oft wie ich fehle. Das ist ja, ich habe mir die... Also mittlerweile hat... jeder bisherige Teilnehmer sein erstes Video schon hochgeladen. Ich nehme halt ein bisschen früher auf. Das ist jetzt Part 7 oder so, aber ich habe erst Part 2 hochgeladen. Multi Rockstar LP hat schon 2 Videos hochgeladen. Da habe ich mir eben den zweiten Part angeschaut. Kleiner Zwischenbericht oder kleiner, keine Ahnung. Er ist ein paar Minuten schneller als ich. Obwohl der Part 2 auch ein bisschen gefehlt hat, beziehungsweise ein bisschen langsamer war bei ein paar Missionen. Aber dennoch haben wir gleich viel, also wir beide jetzt zumindest, haben gleich viel Missionen, also alle gleiche Missionen absolviert nach beiden Parts. Also jeder hat 2 Parts gebraucht, allerdings hat der, glaube ich, 3 bis 4 Minuten weniger gebraucht an Zeit. Ja, und das waren... 2 Parts, wo ich eigentlich gar nicht gefehlt habe. Und ihr habt ja schon gesehen, Part 3 und Part 4, es war ja ein totaler Fail. Ich weiß die Reaktion, wie gesagt, noch nicht, weil ihr eigentlich das noch nicht gesehen habt, wenn ich, wo ich jetzt aufnehme, aber ist ja Part 7, da habt ihr das schon längst gesehen. Bei der scheiß Befreiungsaktion, und das war ein Fail, dann bin ich einmal gestorben. Weil ich ins Wasser geflogen bin, wegen dem scheiß Motorrad da, Motorradunfall. Ist auch unnötig. Habe ich sonst noch eine Mission gefehlt? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ne, ich glaube, sonst ging bis jetzt alles gut. Aber die Befreiungsaktion da, die hat sehr viel Zeit gekostet.
Meine Fresse, ja, das kommt hin mit der Zeit. Ich glaube, ich habe mal was gelesen von 5 Minuten, 5 bis 6 Minuten kostet das hier bei die Romp da anzuschauen. Ich muss aufhören, so böse Wörter zu benutzen. So, ich mach noch kurz. Es könnte, ja, ich mach lieber noch eins mehr. Okay. Wie überspringt man das jetzt so? Okay, sehr schön. Oh, geht doch. Hallo? Oh, mach doch hin. Kann man das überspringen? Ich weiß es nicht. Ich kann das leider nicht überspringen. So, das haben wir. Nummer 1. Das war das erste Unternehmen. Da ist das Geld. Money, money, money. Das werde ich natürlich des Öfteren mal einsammeln. Ich hätte jetzt speichern gehen können, aber manchmal stürzt mein Spiel ab. Washington, bist du so lahm oder machst du nur so? Da muss ich mir kurz ein anderes Auto holen. Da kann ich kurz gucken, wie viel Muni habe ich. Ja, ein bisschen habe ich. Multirockstar LP. Fährt übrigens noch schlimmer als ich. Also, ist jetzt nicht böse gemeint oder so, aber. Okay, ich nehm's zurück. Wir fahren beide Kacke. Hat auf jeden Fall in den ersten beiden Parts oder in dem zweiten Part viel ohne Waffen gemacht. Also Kettensäge war am Start und keine Waffe. Fand ich sehr amüsant auf jeden Fall, dass man das so angeht. Aber ging ja trotzdem noch gut, relativ. Hat zwar ein bisschen Zeit gekostet, aber das hat mich gefreut, verpiss dich. Hallo, Hermes oder wie du heißt. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, weil ich habe hier nach dem ersten Part, nach den ersten Parts, sind ja mehrere Teilnehmer, gedacht, oh meine Fresse, ich habe gar keine Chance. Aber jetzt bin ich ein bisschen wieder rangekommen, also nach Part 2, ich weiß jetzt nicht, wie es nach Part 7 aussieht oder nach Part 6 besser gesagt. Oh du Sack! Boah, sowas kostet Sekunden, aber ich glaube, das wird nicht entscheidend sein, außer wenn es sehr oft passiert. So, Cherry Popper lasse ich noch aus, muss ich noch überlegen. Ich fahre mal zum Taxiunternehmen, Druckerei, weiß ich noch nicht, soll ich die jetzt kaufen? Fuck, wo war jetzt nochmal? Moment. Ich bin, glaube ich, zu weit gefahren. Also falsch abgebogen. Er will ja Taxiunternehmen kaufen. Genau, das ist da hinten. Druckerei muss man eh kaufen, aber lasse ich jetzt noch. Ich weiß gerade nicht, wie viel die kostet. Taxiunternehmen müsste 40.000 kosten. Das habe ich ja. Und da kann ich ja noch ein paar Missionen machen. Beziehungsweise muss ich machen für das Taxiunternehmen. Aber, und das bringt dann auch nochmal etwas Geld ein. So, mal die ganze Gegend überfahren, weil wir es können. Moment. Moment, wo ist das Taxiunternehmen? Da hinten, oder? Ja, genau. Sehr schön. Oh, nicht, nicht, nicht. Hallo, steig doch mal aus, Tommy. 40.000, ja. Hallo, Kauf. Yes, kauft man Taxis. Haben wir gekauft, so. Die Missionen sind cool, die gefallen mir. Besonders die letzte. Taxiunternehmen unterworben, überworben, yeah. Hallo? Ich möchte weiterspielen. So, also nee, Moment, Moment, Tommy! In die will ich gar nicht. So, wir möchten die nächste Mission starten. Oder die erste. Ups, ans Mikro gekommen. Das sag ich sau oft. Wir müssen ja hier in den einsteigen, um die Mission zu machen. Ich kann das echt nicht überspringen. So. Eine Minute. VIP holen wir jetzt die ab. Und zwar VIP-mäßig. So. Ach so, ja, genau. Aus Starfish Island. Das war. Da kommt gleich eine Konkurrenz von mir. Die müssen wir dann fertig machen, weil die unser Fahrgast klaut. Und dann müssten wir den Fahrgast zum Flughafen fahren, zum Terminal. Ups. Ups, ups. Oh Mann, ich muss aufpassen. Dumm. Wollte gerade sagen, da bekommt man ja Sterne dafür, wenn man viele Leute umfährt. Jetzt habe ich keine Sterne mehr. Okay, ich wollte sagen, jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt hier nicht rausgenommen werde. Hupe, Scheiße! Shit! Oh Gott sei Dank, ich habe die Taste gefunden. Ich glaube, ich habe es vor kurzem schon mal angesprochen. Ich habe die Hupe nicht auf H. Das war jetzt Glück, dass ich direkt die erste Taste gedrückt habe. Okay. Das ist eine. Wäre natürlich. Jawohl, das war gut. Das wäre natürlich tödlich für ein Let's Play. Komm, steig ein. Nicht überfahren. Der macht noch Stress, ey. Der macht Stress, aber soll mir egal sein, weil der ist dumm. Und ich bin Guna. Das kann ja nur Gutes bedeuten, außer die Aussprache. So, wow. Der nervt echt, aber
versuche den irgendwie abzuschütteln. Hallo. So. Ich bin dumm gefahren. Moment, hier gibt's eine Abkürzung, aber traue ich mich das? Ich traue mich das. Ich weiß, wo es lang geht. Ich bin Guna, ich weiß, wo es lang geht. Und da hänge ich auch den. Oh, geil, aber die hole ich jetzt. Ah, fuck. Hallo? Da hole ich, die hole ich jetzt nicht, weil ich weiß nicht, ob der dann aussteigt, der Typ da. Ich weiß nicht, ob das so klug war. Aber man muss manchmal in dem Speedrun was riskieren. Besonders ich, wenn ich hinten dran hänge mit der Zeit. Also nach Part 2 auf jeden Fall. So, da ist ja gar keine Zeit mehr. Geil. So, wie haben wir denn eigentlich schon? 10 Minuten? Ja, kann ich zufrieden sein. Pole Position Club haben wir. Hier die erste. Komm, kannst du mal bitte schneller laufen? Okay. So, und dann ganz schnell zurück. Aber jetzt den normalen Weg, weil ich es kann. Ne, weil ich Angst habe, dass ich jetzt hier irgendwie nicht das Loch finde. Okay, das klang jetzt ein bisschen komisch, aber Löcher findet man nicht direkt. Merkt euch das. So. Dann fahren wir zum Taxiunternehmen. Es war jetzt echt dumm, was ich hier gemacht habe. Bin echt dumm gefahren, aber draufgefiegt. Ich benutze in letzter Zeit sehr viele Schimpfwörter. Ich weiß auch nicht. Es tut mir leid. Aber egal. Ich wollte jetzt draufgefickt sagen, aber draufgefickt. So. Ja, ihr merkt, ich laber wieder zu viel Scheiße. Es wurde leider zu meinem Stil irgendwie. Musste ja lange meinen Stil finden. Aber dazu Näheres, jetzt wollte ich fast spoilern, weil ich ja fast ein Jahr Let's Player bin. Und da kommen ja ein paar Videos und ein Video. Ja, ich kann ein bisschen was sagen. Kann man sich aber auch denken. Ein Jahr. Da ist viel passiert und da gibt es viel zu sagen. Ich glaube, ihr wisst, was da für ein mindestens ein Video kommt. Aua, dumm. Und da sage ich dann auch was von. Da ist eine Waffe irgendwo. Ja, genau. Da sage ich dann auch irgendwas von, dass ich erstmal meinen Stil finden musste und so. Am Anfang bin ich noch sehr ausgeflippt, zum Beispiel bei Super Mario. Und so ein bisschen extra. Irgendwie. Weil ich halt noch meinen Stil finden musste. Und das war irgendwie nicht so gut. Jetzt ist alles real. Und wenn ich mich aufrege, dann rege ich mich auch auf. Ja, komm. Überspring das. Geht nicht. Schalte drei Taxis der Konkurrenz aus. Okay, so, und jetzt ist mein Stil irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie seit GTA 4 bisschen durchgeknallt, keine Ahnung, kann man das so sagen. Hyperaktiv bin ich geworden. Ich laber sehr viel Scheiße und mach immer selbst Witze über meine Fehler, wenn ich mich verspreche, über mein geiles Deutsch halt. Hallo? Okay. Wow. Muss ich aufpassen. Gehst du kaputt? Ja. So, Nummer 1. Das ist dumm. Der andere ist da lang gefahren. Muss ich kurz nochmal drehen, weil. Laterne. Laterne. Ich habe einen Stern. Ich habe einen Stern, aber egal. Da liegt das Wrack. Ich war das nicht. So. So, komm her. Was machst du? Ich hab ne Waffe und du? Okay. Wow. So, bleib weg von meinem Auto. Sonst explodiere ich auch. Wie? Da ist ja gar keine Zeit. Ich dachte, da wäre irgendwie Zeit. Geil. Brauch halt nur, Munition. Ah, hat sehr viel gekostet, Munition. Auf dem Boot. Auf die Yacht, so. Ich habe das Wort gesucht. Auf die Yacht von Cortez. In der Mission. Da habe ich zu viel verschwendet an Munition. Muss ich mir nochmal bald kaufen. Habe ich ja gemacht. Alter. Das war ein Tastaturfail. Ficken, sorry. Hast du es bald? So. Ist hier irgendwo ein Stern in der Nähe? Geh mal weg. Explodier. Okay, kein Stern. So, okay, dann würde ich sagen, fahre ich nochmal zurück.
Ja, ich muss langsam aufhören, wenn es gut läuft. Wenn ich dann zu viel spiele, dann kommt der Schludarian aus mir hier heraus und mein Ohr juckt. Das passiert mir irgendwie sau oft, dass mein Ohr juckt. Ah, ja, sehr angenehm. Ja. Oh, Konkurrenz, soll ich dich ausschalten? Nee. Und jetzt fällt mein Headset auch bald wieder runter. Ich habe so viele Probleme mit dem Headset irgendwie. Beziehungsweise mein Headset hat so viele Probleme. Probleme, ja, nicht Probleme. Probleme mit meinem Kopf, vielleicht. Das fällt immer runter. Wir fahren auf jeden Fall jetzt nochmal zum Taxiunternehmen. Und dann die nächste Mission und danach höre ich schon mal auf. Könnt ihr gut hinhauen. Das war jetzt schon. Müssten vier Missionen. Nein. Müssten vier Missionen für Taxiunternehmen sein. Das ist gut, falls ich fehle. Fuck, die Waffe ist nicht mehr da. Oder noch nicht da. Falls ich fehle, dann höre ich dann lieber auf. Da steht ja noch mein Taxi. Habe ich gerade eben gesagt, dass das Taxi ist nicht mehr da. Ich meinte die Waffe. So. Jetzt muss ich kurz was trinken. So, sorry, mein Hals hat irgendwie gekratzt. Warum erzählt das ab? Oh, fuck, nee! Moment, das ist die Mission. Das ist ja gar nicht Mercedes, wo wir da abholen. Dann sind das doch echt nur drei Missionen. Ich dachte, es wären vier. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber das ist ja die Falle. Ich hoffe, ich finde da direkt rein. Nicht in das Loch, sondern in die Öffnung. Nee, Spaß, in. Oh, die Idiot. In das Gebäude, keine Ahnung. Auf dem Platz halt, weil da habe ich mich im. Meinem. Alter, was ist mit meiner Stimme los? Das ist tödlich für einen Let's Player. Da habe ich mich in meinem Let's Play verfahren. Oh nee, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich muss aufpassen, falls die mich echt rammen sollten. Die Ramsäuer. Ramsauer? Ramsäuer? Keine Ahnung. Weil die verbeulen ja mein Auto. Und wenn ich da jetzt schon mit einem fast kaputten Auto hinfahre, ist auch nicht so gut. Wenn sie mich überhaupt erwischen, weil es ging ja eigentlich recht gut. Ja, dahin. Genau. Jetzt bin ich richtig. Gut, dass ich das vor kurzem erst Let's Played habe. Was heißt vor kurzem? Egal, das wäre jetzt cool, wenn ich schon ein Taxiunternehmen in einem. Hupe! Oh, da ist die Hupe. Taxiunternehmen schon in einem Dings. Oh, leck mein Headset! Moment. Kann ich das überspringen? Wenn ich noch Taxiunternehmen jetzt heute schon absolvieren kann ich nicht überspringen. Eine Minute durchhalten. So, da kommt man her. Kommt man her, ihr Loser. Wow. Hallo. So ein bisschen langsamer, ja. Das habe ich irgendwie immer geliebt. Das fand ich irgendwie immer so cool. Ist auch nicht besonders schwer. Außer wenn man einmal getroffen wird und rauskommt aus der Fahrt. Wow, das war wieder knapp. Wow. Dann kann das sehr tödlich sein, also wenn man rauskommt. Wenn man einmal getroffen wird. Aber bis jetzt geht es ja. Wow! Verpiss dich! Geht das? Geht das? Yo. 20 Sekunden. Das müsste eigentlich zu schaffen sein. Haha! Achso, jetzt fällt mein Headset schon wieder runter. Kann doch nicht sein hier. Was ist denn heute los? Da kommt ja gleich noch der Boss. Aber den kann ich auch mit dem Maschinengewehr ausschalten. So, das war's, okay. Das schöne Taxi. Ich hoffe, mein Headset hält das aus. Das fällt nämlich gleich runter. Fuck. Wo ist das denn? Alter, mein Headset! Sorry, wenn ich. Alter Schwede, leck mich am Arsch. Was ist denn jetzt los? Ich glaube, das hält sehr viel aus. Ich glaube, ich kann auch aussteigen. Oh oh, ich habe fast keine Muni. Oh oh, komm. Jawohl. Komm, das muss gehen. Jawohl. Steig nicht auf, Idiot. Muss ich dich echt überfahren? Alter, du bist doch tot! So, kurz Headset richten. So, Taxiunternehmer erworben. Sehr schön. Hat ja gut in den Part gepasst. Ja, 5000 Dollar. Sehr nice. Okay. So, wo bin ich? Okay, ich bin hier. So.
dann. Nee, ich. Doch, ich fahre speichern. Ich muss ja sowieso, wenn ich den nächsten Part hier hinfahre. Da muss ich ja sowieso. Wenn ich den nächsten Part ja beginne hier, ohne zu speichern, dann muss ich ja sowieso erstmal da hinfahren. Zum. Dann fahre ich wohl. Dann muss ich kurz nachschauen. Oder überlegen, besser gesagt. Was ich da mir jetzt kaufen werde. Vielleicht die Bootswerft eventuell. Oder, ja, wahrscheinlich Druckerei-Headset hältst du durch. wahrscheinlich Druckerei, weil die ja da in der Nähe ist. Muss mir erstmal Zeit lassen, um mein Headset zu richten. So. Ich könnte jetzt kurz schauen. Nee. Kostet mir jetzt zu viel Zeit. Ich jetzt ganz schnell speichern. Ist mir jetzt egal, wenn das jetzt eine Minute gedauert. Egal. So. Ist deine Waffe noch? Also wieder? Jo. Die hole ich noch kurz mit. Also wir haben schon zwei Unternehmen jetzt. Fertig. Fünf brauchen wir, ja. Mit der Druckerei. Die zählt ja nicht. Aber die muss ich ja kaufen. So, okay, dann speichere ich. Das braucht ihr nicht zu sehen. Sonst stürzt nicht das Spiel ab. Okay, also das war's dann für den Part. Wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.